Hallo und herzlich willkommen zurück zu Control. Wir stehen immer noch hier bei Mr. Horowitz. Wir werden uns erstmal die Missionseinblendungen wieder wegmachen, weil das sieht doof aus. Wir werden ins Ocean View Motel zurückkehren. Achso. Eins. Zwei. Kabum. Ja, wir wissen ja, wir müssen wieder die Tür öffnen, deswegen. Einmal zack. Gucken wir mal hier rein, was ist hier? Okay. Hört ihr auch irgendwann auf? Warte, okay. Okay. Hier ist eine Uhrzeit. Wie soll ich das so exakt treffen? Jetzt wird's ja lächerlich. Okay. Ah, kriegen wir irgendwie hin. Versuch. Ich hab schon wieder warum? Dreht sich nicht mehr. Na gut. Jetzt läuft die Zeit einfach weiter. Was soll das? Aha, 7.04 Uhr. Okay. I don't know. Okay, passt. Cool. Nochmal drücken. Das ist kurz vor 6. Okay. Habe ich den ersten nicht getroffen, aber hey, ne? Kurz vor 6 Uhr, das schaffen wir. Oder auch nicht. Also, dann läuft es aber nicht weiter. Das ist ja voll behindert. Das ist ja voll schwer, das so genau zu treffen und so, ne? Und ich denke mal, okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. Drei Uhr vierunddreißig. Okay. Ja, wird schon. Ich frage mich, wie man das so punktgenau treffen soll, die Kacke. Ist er jetzt schon zu weit? Ja, aber hat noch gepasst, läuft. Das sind ja auch mal andere Zahlen, oder? Hä? Okay, das ist 7.34 Uhr. Okay. Das geht. Kann ich nicht mehr umstellen. Hallo. Geht nicht. Na gut. Das ist kaputt. Elf Uhr sechsunddreißig. Okay. Probieren wir es mal. Hat doch gepasst. Es gab eine tolle Musik. Und Magic, there is the key. Und dann machen wir wieder einmal Klick und Klick und Klick. Guten Tag. Ja, ja. Das sieht ja schön aus. Mann, da, ja, ja. Architektur, also auch Einrichtung. Also. Aha. Was soll ich mit den Uhren machen? Kaputt machen. Nicht alle. Na gut. Wir gehen einfach weiter. Wir ignorieren die Uhren. Ah, da gehen alle weg. Nee, lass das bitte sein.
Und das ist ja gut. Ich habe endlich mal getroffen damit. Flipsch direkt aus. So, säubern. Geht mir keiner mehr auf den Keks. Nice. So, gut. Naja, dann schauen wir uns mal ein bisschen um, wa? Obwohl, ich glaube, so viel zum Umschauen ist hier gar nicht. Ah, das dürfte Mr. Wells? Nee. Das ist nicht Wells. Okay, er ignoriert mich auch einfach komplett. Danke. Nett von dir. Hier sind ein paar ja, Sicherheitslevel 9. Jetzt geht's ja los hier. Ist kaputt. Hä? Ach, jetzt bist du es auf einmal doch, oder was? Are you Wells? Your friend asked me to come looking for you. That must be Horowitz. Glad he got out. I stayed back to help the others. Did a shit job of it, clearly. You tried. That's enough. Horowitz needs your help now. How do we get out of here? We should head back through the threshold. We can look for other survivors as we go. We better hurry. Which way? Just follow the blood. Boah, ja, ich gerade, boy. Einfach dem Blut nach. Ja, komm mal hin hier, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Mann, ey. Junge. Na, er anscheinend schon. Eieiei. Ich hab ein Telefon dabei, falls wir Hilfe brauchen. Okay, ich hab doch... Doch. Ich hab ein Telefon dabei, falls wir Hilfe brauchen. Können wir anrufen, ne? What's with the claws? Threshold effect. This used to be a regular office wing before the threshold manifested. The forces at play in there got a hold of someone's old clock and started duplicating. Now the office is abandoned and its clock da. All the way. Ja. Der musste bestimmt jemanden anrufen. Oh. Habe ich hier gerade mit einem Arm beworfen? Es tut mir sehr leid. Huch. Wo wollen die denn? Manchmal sind die komisch, die Typen, ne? Hier. Alter, die mit ihren scheiß Raketen, ich hasse sie, ne? Haben wir's? Gut, danke. War schon sehr nett mit euch. Think you can find a way around. Let me see. Ah, geh nicht, tut mir leid. Ein Weg herum? Nö. Ich denke nicht. Wie soll ich einen Weg da rumfinden? Ist er dumm? Warte mal. Ist da ein Trick dabei? Da ist irgendwas. Was ist da? Da kann was lesen. Aber wie soll ich denn da rumkommen? Das müsste ich drücken. Tja. Also ich sehe jetzt nicht, dass hier oben irgendwie ein Loch wäre oder so. Kann halt nur gucken. Ich glaube jetzt nicht, dass ich die ganzen Uhren wegräumen muss, oder? Das ist ja krass. Wie soll ich den Weg da... Achso.
came down here for an altered item? The anchor, yeah. Langston said it'd be a simple item retrieval. But the power of that thing had. I've never seen anything like it. Ich mach die gleich auf, Bro. Briefkasten. Aha. Agenten wurden nach Jasper Crossing, Arizona geschickt, nachdem die Kommunikationsabteilung mehrere Telefonanrufe an die Behörde bezüglich erstarrter Menschen auf den Straßen abgefangen hatte. 4 der 5 eingesetzten Agenten wurden gelähmt, als sie am Schauplatz eintrafen. Weitere Evaluierungsteams wurden losgeschickt. Abwandlungen von Identifizierungsformeln wurden ergebnislos eingesetzt. Agenten griffen auf Luftbildaufnahmen zurück, um die Position der gelähmten Einzelperson analysieren zu können. Bald darauf konnten Agenten die örtliche Post als das Epizentrum des Vorfalls ausmachen. Gegen die Wirkung Immunagenten befreiten den Bereich von allen gelähmten Zivilisten, Tieren und Behördenpersonal, bevor sie das Objekt untersuchten. Agenten, die nicht gegen die Lähmung gefeit waren, erhielten den Auftrag, die Öffentlichkeit zu befragen und mit Hilfe von neuen Informationen vom Schauplatz fernzuhalten. Das Objekt wurde schon bald auf ein Transportfahrzeug geladen, das von immunen Agenten gesteuert wurde. Aufgrund der Wirkung des Objekts war der Luftweg als zu gefährlich eingestuft worden. Zahlreiche Zivilisten entlang der Route des Lastwagens von Arizona nach New York City berichteten von vorübergehenden Lähmungserscheinungen. Schön. Das ist doch spaßig, würde ich sagen. Na, komm mal durch hier, mein Freund. Ich gehe schon mal ein bisschen weiter, wa? Tot. Blöd gelaufen. Aber hey, das passiert, ne? Machst du nix. Muss bin ich jetzt immer nach. Komm, ich nehme mal eine Uhr mit. Falls jemand nach der Uhrzeit fragt. Als ob der da ausgewichen ist. Alles klar, er läuft einfach vorne. Vorne weg, wollte ich sagen. So, schön. Meine Fresse. Nee. Nur nachladen, verdammt. Ist hier unten noch einer? Hier. Wo war der jetzt? Da oben. Da. Oh Gott, der hat aber viel Life, ey. Geh mir mal kurz Leben holen. Da 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 da. So, die spummen sich jetzt weg. Gut, das war jetzt ein bisschen unbeeindruckend. Ja, dann doch schnell viel. Looks like I need to hit that shield harder. That's an altered item up there. Was ist denn hier? Weg. Alle weg hier. Meine Fresse. Habe ich denn jetzt hart genug getroffen, ne? Habe ich nicht das Dings... Warte mal. Moment. Wir nehmen mal das hier, ne? Wir nehmen mal so einen fetten Koffer. Okay, du reichst auch nicht. Dann machen wir was anderes. Habe ich das schon? War das nicht mit G? Offenbar nicht. Welche Uhr ist denn das? Das Problem ist, dass hier offenbar ganz viele Uhren um sich schart. Wie soll ich denn das jetzt machen? Geh doch. Danke. Das ist der fucking Lampion. Okay, dann habe ich einfach mal eben so easy peasy gemacht. Das heißt, ich bin jetzt hier.
versiegelter Grenzbereich, habe ich gemacht. Das heißt, ich kann zu dem Boy zurückgehen und ihm sagen, yo, hier hast du deinen Scheiß, ne? Ja, läuft. Wo müssen wir denn jetzt hin? Sag mir Bescheid, Junge. Oder sag mir irgendwas. Ich habe doch keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Übrigens erstmal das hier. Aber jetzt mal ohne Spaß, müssen wir darüber? Wo müssen wir hin? Noch was zu lesen? Hier sind wieder, wie viele Uhren? Habt ihr einen Bock, die Zeit zu wissen? Will wir hier lang? Ja, wird schon stimmen. Er sagt nichts anderes, also wird es schon passen. Hier ist ein Klo. Jetzt geht er weg. Ja gut. So, weiß Bescheid. Dann nehmen wir den Punkt auch. Ja, guck mal, das ist doch gut, ey. Jetzt haben wir den Papierlampion einfach gemacht. Nice. Wollte ich gar nicht, aber habe ich. I like it. So. Wir müssen ja weiter zurück, ne? Ja, wie ich hoffe, wir haben hier Zeit. Limit. Toll, jetzt haut der Körper ab. Ich wollte den mitnehmen. Oh, 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 oh. Halt, stopp. Na, ich nehme dich mal unter meine Fittiche. Ich bringe dich ganz groß raus. Na, dann halt nicht. Tschüss. Nein. Ne? Wer nicht will, der hat schon. Oh. Gut. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Kann man jetzt so und so sehen, ne? Ich muss mich fragen, warum hat denn so ein Pimpf eigentlich so eine krasse, also so eine krasse Karte? Level 9, Alter. Gibt's auch nur hier. Das habe ich schon, ne? Schildschub. Habe ich einfach nur nicht mehr genug Platz? Da muss ich wieder... Ah, die sind voll. Okay, wenn die voll sind, halt mal kurz deine Schnauze, ja? Ich muss jetzt hier Ausrüstung gucken. Meine persönlichen Mods... Da muss ich jetzt mal schauen. Ich habe ganz viele neu und so. Ich hätte gern das, aber im Besser. Ist das? Nö. Gut. Ist nicht möglich. Kein Problem. Wir zerlegen einfach ein paar Sachen. Aber ganz ehrlich, ne? Nein, ach nee, das will ich doch nicht nehmen. Och, Mann. Das will ich immer noch nehmen, weil ich das gut finde. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Alles, was weiß, kann einfach in die Tonne. Ist aber auch, zwei ist ja auch schlechter. Ich krieg das aber nicht im Besser. Das ist doch, doch das besser. Minus 18%. Das sind minus 14. Da würde ich schon lieber die minus 18 nehmen. Muss ich halt sagen. Ne? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und dann hauen wir das noch weg. Oh, dann kann ich doch das mitnehmen. So, und los geht's. Leute, wir sind ja hier, Junge. Guck dir das an. Was müssen wir jetzt tun? Müssen wir... Warte mal, Moment. Ist das hier oder ist das auf der anderen Seite? Okay, auf der anderen Seite. Alles klar, Junge. Wir müssen auf die andere Seite. Ah, hättest du mir auch vorher sagen können, ne?
Oh, wir müssen auf die ganz andere Seite. Eieiei. Ganz schwierig, du. Ganz, ganz schwierig. Komm. Oh, nee, jetzt hat mich nicht erwartet. War ich wieder zu wild, du. Macht er denn jetzt da? Warum steht er da einfach nur? Let's go. Wohin? Okay. Wo gehst du hin? Warum gehen... Okay, hast recht. Wir können da oben lang, aber du hättest ja einfach mitkommen können. Und... Something's wrong with him. Shit. Das sieht er von da hinten? Ich bin bereit. Oh Gott, no. You motherfuckers took him. Oh shit. Kacke. Ich kann mir hier kein Leben holen, ne? Ah, blöd. Uff, ganz schwierig. Aber die kämpfen ja primär nur gegeneinander, ne? Wo ist denn der jetzt hin? Wenn er mich denn einmal trifft, dann bin ich tot. Deswegen werde ich mich mal schützen. Hauen Sie das Schützen. Alter, lenk ihn doch ab. Okay, er ist irgendwo da oben wieder. Das ist halt schwierig, weil den kriege ich ja so nicht tot. Okay, hier oben bin ich gut dabei. Zack, nochmal schön die Phrase. Nein! Oh komm, jetzt hat der Horrorwitz, Junge, der alte Horrorwitz, ne? Das ist mir ein Typ. Der hat mich tatsächlich mit irgendeinem Querschläger, muss er mich getroffen haben. Kann nicht anders sein. Oh, vor allem, das sind immer die richtigen Typen, weißt du, die stehen dann einfach auf und dann... Oh, Junge, Junge, wo sind wir denn jetzt? Ach komm, nee, das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder was? Und er steht da hinten? Oh. Ja, immerhin ist er schon da, das heißt, ich muss nur noch schnell hinrennen. Es war jetzt nicht so weit weg. Trotzdem blöd. So, jetzt gehen wir schnell hier oben, der steht unten, dann drehen wir zu ihm, müssen wir ihn töten, alles klar, machen wir, easy peasy. So, hi, zack, komm, ja, genau, let's go, hopp, hopp. Welche Waffe, ich werde schon mal wechseln. Vielleicht ist hier mal ein Stich ganz gut, weißt du? Hold on. Something's wrong. Alter, ich nehme die Bank mit. Hau ich ihm direkt ins Gesicht. Hartwoods. Oh Gott, no. You his motherfuckers took him. Oh Gott. Alter, wie viel Damage macht der denn? Meine Fresse, du.
Der andere macht gefühlt überhaupt gar nichts und steht einfach nur so daneben. Vielleicht sollte ich auch nicht direkt neben ihm stehen. Das wäre vielleicht klug, aber hey. Vielleicht sollte ich mir den... Ich nehme mir kurz gleich noch den Safe Point da. Ich könnte natürlich auch eine Schnellreise dahin machen, aber ne. Wäre klug gewesen, ne? Naja. Machst du nichts. Oh, hier ist noch was. Guck, da habe ich noch was übersehen. Gut, dass ich nochmal hier hin musste. Hallo, kann ich das mitnehmen? Scheiße, Mann, Waffenmods. Ey, jetzt muss ich die Kacke auch noch schnell löschen. Oh, das ist doch scheiße. Ausrüstung, Mann. Jetzt machen wir alles weg, was ich hier nicht benutze. Mir scheißegal. F, zack, weg. Weg, 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 weg. Eins. Benutzt doch kein Mensch. Na doch, bestimmt, aber ich nicht. So. Wie gesagt, vorher jetzt hier den... Noch schnell einen Safe Point nehmen, damit, falls ich sterbe, hier wieder zurückkomme. Wäre schon cool. Ich könnte auch leveln, aber ne, ich will noch nicht leveln. Ich will noch ein bisschen warten. Zack. Ich habe 9 Punkte, also. Ich könnte leveln, aber. Let's go. Ich warte noch. Es ist halt ärgerlich, weil wir hatten ihn eigentlich schon fast. Ah. Ich habe ein Sofa dabei, ist kein Problem. Ich muss danach auf jeden Fall hier weg. Weil der soll mal schön den angreifen und nicht mich. Ich glaube, ich treffe den nicht. Mal gucken. Ah, ich muss dahin. Okay. Sonst, Harwood. Oh Gott, no. You, his motherfuckers took him. Hä, wo ist denn der auf einmal hin dann? Der muss ja jetzt erstmal von der Ecke da kommen. Du stehst da übrigens ultra gut. Wollte ich dir nur mal gesagt haben. Hä? Als ob der sowas kann. Mann, das macht so viel Schaden, aber irgendwie so wenig. Das war noch ein Headshot mit dabei, geil. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen in Deckung bleiben und so, schon cool. Ja, jetzt steht er da hinten irgendwo rum. Man muss schon sagen, das macht schon mit am meisten Damage einfach, ne? Man kann es halt auch gar nicht anders sagen. Am besten dem Gegner keine Chance geben. Okay, ich habe ihn nicht einmal getroffen, nice. Auch nicht, okay, cool. Dann halt damit. Damit habe ich ihn getroffen, natürlich. Und hier treffe ich ihn auch, klar, easy. So. Tot. Mein Gott, ey. I should talk to Wells. Horowitz. Make sure he's okay. Es geht nur mit dir ab. Jetzt bleib doch mal stehen. Hallo. Hallo? Kannst du bitte stehen? Jetzt rede mit mir. I'm sorry about your friend. Thanks. And thanks for coming to get me. Horowitz's HRA must have been damaged in the threshold. Guy never put himself first. At least the anchor altered item is still locked away down in the clocks. I hope it rots down there.
That altered item needs to be dealt with before it hurts anyone else. I should go back down and contain it. Head to the executive sector, Wells. They could use a medic. Thank you, Director. I'll go see what good I can do there. Okay, das Ganze führt also quasi, vermute ich mal, zu einer neuen Quest. Ne? Der Feind im Innern kehrt sich in den physischen Grenzbereich zurück, um das gewonnene Objekt Anker zu isolieren, das Horrible. Okay, das können wir jetzt nächstes machen und dann versuche ich, das hier abzugeben. Wir haben ja noch die Sachen, ne? Muss man ja auch sagen. Wir schauen einfach. Aber wir werden erstmal uns hier drauf ein wenig fokussieren. Wir sollten bald anfangen zu leveln, weil wir haben jetzt 11. Aber ich möchte erst die gerne abschließen. Dann kriegen wir nämlich noch mehr und dann können wir leveln. Dann machen wir das auch. Ich bedanke mich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und haut rein.